Willkommen zu einer neuen Folge von Fotomagazin TV. Ich habe euch heute eine besonders spannende Kamera mitgebracht, und zwar die Sony Alpha 7 S III, die neueste Profikamera von Sony. Die Alpha 7 S III ist eine Vollformat-Kamera, spiegellos natürlich, von Sony, die jetzt für 4.200 € auf den Markt gekommen ist. Ich versuche die mal ein bisschen einzuordnen in das Sony Alpha-System. Wer das schon kennt, der weiß natürlich, die S-Serie, das sind die Kameras, die speziell für Lowlight optimiert sind und für Video. Das gilt natürlich auch für die dritte Generation, die S3, wie gesagt, Alpha 7 S3. 5 Jahre nach der S2, hat also relativ lange gedauert, bis sie auf den Markt kam. Da ist viel neu, das könnt ihr euch vorstellen nach 5 Jahren. Der Sensor löst zwar nach wie vor 12 Megapixel auf, es ist aber ein neuer Sensor, ein sogenannter BSI-Sensor. Also das heißt, die Lichtausbeute ist nochmal ein bisschen optimiert. Sprich, die Lowlight-Performance sollte noch ein bisschen besser sein bei der Kamera. Wir machen übrigens dieses Video jetzt in 2 Teilen. Ich fange an und erzähle ein bisschen was über die fotografischen Funktionen, und wir machen dann im 2. Teil mit 2 Special Guests hier im Studio was über die Videofunktionen. Fangen wir mal an mit der Bedienung der Kamera. Wenn man sich das Gehäuse anguckt, denkt man erstmal, okay, sieht so aus wie beispielsweise eine Alpha 7 R4, also die neueste Generation der Sony-Kameras, ist ja dadurch charakterisiert, dass sie einen relativ großen Griff hat. Das gilt auch für die S3. Auch auf der Rückseite kommt einem das bekannt vor von der 7 R4. Wir haben einen relativ großen Autofokus-Joystick. Das ist alles wunderbar. Wenn man jetzt näher hinguckt, sieht man eine große Änderung. Das ist der Monitor. Der ist nämlich seitlich ausklappbar. Das heißt, ich kann jetzt mich selber aufnehmen, sehe mich bei der Aufnahme selber durch diesen Selfie-Position. Es ist eigentlich noch mehr hinzugekommen, nämlich hat Sony erstmals einen konsequenten Touchscreen implementiert. Also ich kann nicht nur, wie das vorher auch schon ging, das Autofokus-Messfeld hier auf dem Touchscreen setzen, sondern ich kann auch die Menüs beispielsweise bedienen. Also komplette Menü-Touch-Bedienung. Und natürlich kann ich jetzt auch in der Bildwiedergabe beispielsweise das Video starten. Das ging bisher ja auch nicht. Also wir haben endlich eine komplette Touchscreen-Implementierung, wie man das von der Konkurrenz hier auch kennt. Canon, Nikon und Panasonic machen das auch so. Also das ist sehr schön gelungen. Es gibt dann als dritte Neuerung sozusagen beim Bedienkonzept, ihr habt das eben wahrscheinlich schon gesehen, es gibt eine neue, muss ich das einmal weiterklappen, damit das umspringt, es gibt tatsächlich ein neues Menü. Und zwar ist es deutlich besser gegliedert als bisher. Zum einen, auf den ersten Blick sieht man, sieht relativ bunt aus. Das ist vielleicht nicht das, was man unbedingt braucht, aber die Menüpunkte sind hier nochmal unterteilt. Also da, wo es vorher nur sozusagen 2 Registerkarten für Aufnahme gab, da kann man jetzt hier wählen zwischen den Aufnahmegrundeinstellungen und Belichtung und Farbe. Und das dritte ist dann alles, was mit Fokus zu tun hat, also der Autofokus oder manuelle Fokussierung. Da gibt es auch nochmal einen eigenen Menüpunkt für. Sehr gelungen, finde ich. Ich hoffe, dass das so ein bisschen den Weg weist, auch für zukünftige Sony-Kameras, dass zumindest dieses neue Menü, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, und hoffentlich auch der Touchscreen so in der Form dann auch in weitere Kameras Einzug halten wird. Eine Sache, die man auf jeden Fall noch erwähnen sollte bei der Bedienung oder bei der Ergonomie, ist der neue Sucher. Der ist nämlich wirklich ganz hervorragend. Wenn man durchguckt, man sieht gleich also ein riesengroßes Sucherbild, 0,9-fache Vergrößerung, und er hat auch eine Rekordauflösung von über 9 Millionen Bildpunkten. Also vermutlich im Augenblick der beste elektronische Sucher, der überhaupt irgendwo verbaut wurde in herkömmlichen Fotokameras. Ja, noch ein bisschen was zu den Schnittstellen. Da gibt es nämlich auch eine ganz spannende Neuerung. Das ist hier bei den Speicherkarten. Wir haben 2 Laufwerke natürlich, die SD-Karten aufnehmen, aber sie nehmen auch erstmals diese Karten hier auf. Hoppla. Die sind sehr klein. Das sind die CF Express Typ A Karten. Also wir kannten bisher CF Express Typ B. Die sind ja größer als SD-Karten, und diese Typ A Karten, die sind wirklich sehr, sehr klein. Aber sie sind natürlich auch schneller als die SD-Karten. Und das ist wichtig bei ein paar Videofunktionen. Also für Fotografen reicht es, wenn man SD-Karten verwendet. Aber im Videobereich, da kommen wir später noch zu, im 2. Teil, da ist tatsächlich die CF Express Typ A-Karte bei manchen Einstellungen empfehlenswert.
Ansonsten würde ich noch mal einen Blick auf die Schnittstellen werfen. Wenn ich die hier an der Seite aufmache, dann sieht man nämlich HDMI ist die große HDMI-Schnittstelle. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, also eine Typ A HDMI-Schnittstelle. Ansonsten haben wir natürlich auch das übliche an Mikrofon- und Kopfhörerschnittstellen hier eingebaut. USB-C ist natürlich auch mit an Bord, also auch für das Laden des Akkus bzw. für den Dauerstrom. Ansonsten hat die Kamera natürlich auch den Multi-Interface-Hotshoe von Sony. Der nimmt nicht nur Blitzgeräte auf, sondern auch das digitale Mikrofon, was es ja von Sony gibt, das ECM B1M heißt das. Sehr gutes Mikrofon mit verschiedenen Richtcharakteristiken und der Ton wird halt, wie gesagt, komplett digital über diesen Interface-Schuh übertragen. Ja, so viel erstmal so zu den Äußerlichkeiten und den Schnittstellen. Kommen wir zu den inneren Werten. Die Kamera hat natürlich einen Bildstabilisator eingebaut, also ein IBIS mit verschiebbarem Sensor. Der kompensiert 5,5 Blendenstufen gemessen nach ZIPA-Standard. Das ist eine gute, aber keine herausragende Leistung. Also das ist vielleicht was, was Sony in der Zukunft noch ein bisschen optimieren könnte. Ich habe es ausprobiert im Praxistest bei 55 mm, konnte ich mit ungefähr 0,3 Sekunden scharfe Bilder aus der Hand machen. Das ist eine gute Leistung. Die Frage ist ja immer, wozu braucht man jetzt noch stärkere Stabilisierung? Ich finde, das reicht für die meisten Zwecke auch aus. Kommen wir zum Autofokus. Der ist ja traditionell eine Stärke bei Sony. Das gilt natürlich auch für die 7S III. Das heißt, wir haben einen Hybrid-Autofokus, der fast das gesamte Bildfeld abdeckt. Wir haben die neuesten Algorithmen an Bord, also Real-Time-Tracking heißt das ja bei Sony, mit einer Gesichtserkennung und auch einer Augenerkennung für Menschen und für Tiere. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, was auch bei der Alpha 7S III jetzt besonders ist, das ist die Low-Light-Performance des Autofokus. Der ist also bis minus 6 EV ausgelegt. Das ist also auch ein, glaube ich, einer der besten Werte, die es bei den Autofokussystemen aktuell gibt. Eine Neuerung und eine Besonderheit möchte ich noch erwähnen. Sony hat nämlich hier erstmals bei einer Sony-Kamera, bei einer eigenen Kamera, ein neues Bildformat eingeführt, und zwar das sogenannte HIVE-Format. HIVE, das ist High-Efficiency-File, heißt das eigentlich. Das heißt, das ist ein Dateiformat, was besonders effektiv komprimiert wurde, mit der Folge, dass wir hier Dateien haben, die kleiner sind als JPEGs, aber trotzdem eine höhere Farbtiefe haben. Das heißt, ich habe beim JPEG ja immer nur 8 Bit pro Farbkanal, beim HIVE habe ich 10 Bit pro Farbkanal. Sony sind nicht die ersten, die das machen. Also man kennt das vielleicht beim Apple iPhone auch schon und Canon hat das auch in einigen Kameras schon eingebaut. Jetzt gibt es das also auch bei Sony. Problem ist ein bisschen, dass diese Bilder eigentlich so im normalen Workflow kaum zu verwenden sind. Das heißt, Photoshop kann die noch nicht öffnen. Man muss in dem Fall, bei Sony gibt es einen eigenen Konverter, den HIVE-Konverter, mit dem kann man die HIVEs dann in TIFFs wandeln, aber nicht mal der eigene RAW-Konverter von Sony kann die Bilder also so aufmachen. Also da muss sicherlich noch ein bisschen am Workflow gearbeitet werden, dass das einfach besser sich verwerten lässt, das Bild. Ansonsten haben wir halt eine etwas höhere Farbtiefe, das heißt bei Korrekturen, Belichtungs- oder Farbkorrekturen, die gelingen etwas besser als im JPEG, aber es ist natürlich auch kein Ersatz für ein RAW. Beim RAW kann man natürlich noch mal deutlich mehr rausholen. Was ich in dem Zusammenhang noch erwähnen möchte, das ist das HLG-Format. Das kennt man vielleicht vom Video, Hybrid Log Gamma. Das gibt es jetzt auch als Fotoformat. Und zwar muss man dazu allerdings den HIVE-Modus in der Kamera aktivieren. Und dann kann ich HLG-Foto aktivieren und dann bekomme ich ein Foto, was wenn ich es auf einem HDR-Monitor anzeige, nochmal einen höheren Dynamikumfang hat. Aber wie gesagt, Voraussetzung ist da beispielsweise ein Fernseher, der dem entsprechenden HDR-Standard entspricht. Sonst noch zu den inneren Werten der Kamera. Dynamik habe ich ja eben schon kurz angesprochen. Es gibt natürlich, wie bei Sony üblich, die Dynamic Range Optimizing Technologie, also kurz DRO abgekürzt. Das ist im Prinzip im Wesentlichen eine Schattenaufhellung, die stattfindet, wodurch der Dynamikumfang in der Kamera ein bisschen erweitert wird. Überraschenderweise hat die Kamera aber kein HDR an Bord.
Das ist wohl bei den Profikameras von Sony nicht eingebaut worden, weil das eher ein Amateurfeature ist. Also wer Profi ist, der macht wahrscheinlich eher eine Belichtungsreihe und erzeugt die HDRs dann am Computer in Lightroom oder irgendeinem anderen Programm, weil man da einfach noch mehr Einfluss auf die Entwicklung der HDRs hat. Jetzt an der Stelle nur ganz kurz auch nochmal was zum Video. Da machen wir ja gleich noch eine extra Session zu. Aber um die wichtigsten Sachen mal zu erwähnen, die Kamera ist natürlich auch beim Video besser geworden. Sie nimmt jetzt, wenn man in PAL filmt, intern mit 4K 50p und 10 Bit auf. Bei Zeitlupen 4K gehen 100p, beziehungsweise bei Full HD dann 200p. Wenn ich auf NTSC umstelle, dann habe ich natürlich die entsprechend noch etwas höheren Frequenzen, also 60p und bei Zeitlupen 120p in 4K oder 240p bei Full HD. Ja, kommen wir zu den ersten Eindrücken aus dem Praxistest. Ich habe euch einfach mal ein paar Bilder mitgebracht, die ich mit der Kamera gemacht habe. Wir fangen mal an mit diesem Vergleichsbild. Und zwar sind das zwei der neuen Kreativeffekte oder ein Kreativeffekt davon ist neu. Das linke, das ist der Kreativeffekt, heißt es eigentlich ein Bildstil, würde ich sagen, Vivid. Und rechts haben wir Vivid 2. Der ist tatsächlich neu in dieser Kamera und ich finde, der ist, hat mich beeindruckt, weil man sieht nochmal deutlich mehr Zeichnung in den Schatten und auch die Strukturen am Gebäude sind also ein bisschen besser sichtbar. Das heißt, da ist wahrscheinlich noch ein bisschen die Klarheit aufgezogen worden. Das ist also neu. Dann habe ich hier mal versucht, den Verschluss ein bisschen auszureizen. Das sollte man vielleicht noch erwähnen. Für eine Profikamera ist das ja üblich. Der Verschluss macht eine 8000stel Sekunde. Das sieht man hier ganz gut an dem eingefrorenen Wasser. Jetzt gehen wir ein bisschen in die High-ISO-Sachen und das ist natürlich das Spannende bei dieser Kamera, dass die im High-ISO-Bereich halt noch eine sehr gute Qualität hat. Wir fangen mal noch relativ bescheiden an, das ist ISO 1000, Treppenhausbild. Man sieht aber ja, also praktisch kein Rauschen, die Bildqualität ist hervorragend. Man sieht auch an diesem Bild sehr gut die feinen Tonwertabstufungen, die also auch bei ISO 1000 noch vorhanden sind. Jetzt gehen wir mal ein bisschen hoch mit den ISO-Werten. Das ist jetzt 12.800. Natürlich aus der Hand fotografiert. Auch das Bild ist brillant, würde ich sagen. Also absolut scharf. Man sieht praktisch kein störendes Rauschen. Also wenn man jetzt reinzoomt, vielleicht ein bisschen, aber in der Stufe stört das Rauschen eigentlich noch nicht. Gehen wir nochmal etwas. Nee, das ist auch nochmal 12.800. Ein zweites Bild mit 12.800. Auch hier würde ich sagen, exzellente Schärfe und Qualität. Jetzt habe ich hier mal eine Aufnahme, das ist ISO 8000. Das ist zwar nicht ganz so hoch, aber ich habe hier tatsächlich auch nochmal die Schatten ein bisschen aufgehellt. Deswegen ist das natürlich nochmal eine besondere Herausforderung. Wenn man jetzt die Schatten aufhält, dann wird ja praktisch der ISO-Wert in den Schattenbereichen nochmal ein bisschen erhöht. Also auch hier absolut brillante Qualität, würde ich sagen. Und jetzt geht es ein bisschen ans Eingemachte. Da könnte man jetzt mal raten, was ist was. Ich habe jetzt zwei Bilder nebeneinander gestellt. Das linke ist ISO 100 und das rechte ist ISO 25.600. Und jetzt gucken wir mal, sehen wir da einen Unterschied? Ja, wenn man genau hinguckt, sieht man einen Unterschied. Beim rechten Bild sieht man einfach, dass der Rauschfilter da ein bisschen an Detailzeichnung rausgenommen hat. Muss man allerdings schon sehr genau hingucken. Also selbst 25.600 sind beim Foto noch mit guter Qualität auf jeden Fall machbar. Ja, das waren so die Eindrücke aus dem Praxistest. Wir haben die Kamera natürlich auch schon im Labor gehabt und da an der Stelle machen wir dann auch gleich mal weiter. Und zwar fangen wir mal an mit der Auflösungskurve. Die Kamera hat eine sehr hohe Auflösung, also einen Wirkungsgrad von über 100%. Das ist eigentlich nicht optimal. Das heißt, die Bilder sind, wir reden ja von JPEGs, die wir im Labor testen, in der Standardeinstellung relativ aggressiv aufbereitet. Das führt dann zu dem sehr, sehr hohen Wirkungsgrad von über 100 und teilweise sogar über 110%. Der bleibt auch sehr hoch bis ISO 800. Danach geht er ein bisschen runter. Ich habe aber selbst bei ISO 1600 noch einen vollen Wirkungsgrad sozusagen von 100%.
Dann geht das so in Stufen bergab. Ich würde aber sagen, bis 12.800 sieht man das hier auf dem Chart, habe ich noch einen Wirkungsgrad von um die 90%. Das ist also wirklich ganz hervorragend. Und bei 25.600, da fängt es dann langsam an zu sinken. Aber auch hier der Wirkungsgrad, also die Auflösung auch in den hohen ISO-Bereichen hervorragend. Gucken wir uns im Vergleich natürlich mal die Rauschkurve an. Die ist ebenfalls erstmal sehr niedrig, fängt dann so bei 6.400 an langsam zu steigen, wobei 12.800 ist noch, das haben wir ja eben auch im Praxisbild gesehen, noch unproblematisch. 25.600, da kommen wir dann langsam so an die Grenze, wo das Rauschen deutlich stört. Danach geht es dann deutlich nach oben. Das ist dann natürlich nicht mehr unbedingt empfehlenswert. Ja, das waren jetzt auch die Ergebnisse aus dem Labor. Bevor ich zum Fazit komme, noch ein bisschen was zur Geschwindigkeit der Kamera. Die ist auch hervorragend. Also wir haben eine sehr kurze Auslöseverzögerung von rund 0,2 Sekunden gemessen. Die Kamera hat aber vor allem auch einen schnellen Serienbildmodus, 10 Bilder pro Sekunde mit Autofokus-Nachführung und vor allem sehr lange Bildserien. Also auch im RAW-Format haben wir über 600 Bilder gemessen. Ich habe dann ehrlich gesagt den Test nach 600 Bildern abgebrochen. Das ist ja schon eine Minute. Sony selber gibt an, über 1000 Bilder in Folge, auch im RAW-Format. Möglicherweise dann aber mit der schnellen CF-Express-Typ-A-Karte, wenn man dann noch die letzten Bilder rausholen will. Insgesamt aber eine sehr hohe Geschwindigkeit bei der Kamera. Das heißt, sie ist auch durchaus für Sport und Action gut geeignet. Ja, das war es eigentlich soweit. Ich fasse das Ganze jetzt noch mal ein bisschen zusammen. Was hat mir besonders gut gefallen an dieser Kamera? Das ist eigentlich eine ganze Menge. Zum einen natürlich das verbesserte Bedienkonzept, was hoffentlich auch in weitere Sony-Kameras Einzug halten wird. Dann die Bildqualität, vor allem im High-ISO-Bereich, die ist hervorragend. Der Autofokus ist hervorragend. Bleibt eigentlich schon fast nicht mehr allzu viel an Schwachpunkten. Der Preis, 4.200 Euro, der ist möglicherweise doch für einige etwas happig. Aber dafür ist halt auch alles drin an Sony-Technologie, was im Augenblick machbar ist. Was man noch ein bisschen verbessern könnte, ist vielleicht die Monitorgröße. Also Sony hat nach wie vor einen 3-Zoll-Monitor verbaut. Die Konkurrenz hat ja dann in den Flaggschiffen dann doch einen etwas größeren Monitor, 3,2 Zoll. Also das wäre vielleicht noch ein Punkt, was aber möglicherweise dann auch ein etwas größeres Gehäuse nochmal erfordert. Ja, das war's von meiner Seite. Wir machen gleich weiter, wie gesagt, mit dem Videoteil. Ich wollte nur noch erwähnen, ihr könnt natürlich den kompletten Test im nächsten Fotomagazin nachlesen. Das ist die Ausgabe 12/20, erscheint am 10. November. Da gibt es dann ein großes Sony Special, wo die kompletten Testergebnisse der Alpha 7 S3, aber auch der Alpha 7 C, der zweiten neuen Kamera, nachzulesen sind und auch im Vergleich zu den anderen Sony-Kameras. Dann sage ich soweit danke. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da oder ein Abo. Und wir machen dann gleich weiter mit dem Videopart. Ansonsten freue ich mich natürlich immer, wenn wir uns auch bei den nächsten Videos wiedersehen. Bis dann.